Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Elder Scrolls Online. Ich habe das gemacht, was ich immer mache, das Equip ein wenig oder beziehungsweise den Rucksack ein wenig entleert, Tränke gekauft, dies und das erledigt. Man sieht schon an der UI hier, dass ich etwas installiert habe. Und zwar eine Erweiterung, die Foundry Tactical Combat Erweiterung, die zeigt, ja, seht ihr gleich im nächsten Kampf, im Grunde genommen hat die so einen Scrolling Combat Text. Man sieht das Target, ne, rechts jetzt, meine eigene Plate sieht man. Ja, so einige Hinweise bekommt man. Werde ich aber noch mein eigenes Video zu machen. Ich finde diese Erweiterung allerdings echt gut bis jetzt. Man muss mal sehen, ob die das Spiel irgendwie beeinträchtigt. Dann können wir sie ja wieder rausschmeißen. Und wie gesagt, wenn ich dran denke, linke ich mal die Webseite von denen in den Titel oder in die Kommentare vielmehr, dann könnt ihr euch das selber da runterladen und einfach mal ausprobieren. So, genug gelabert. Wir sollen hier Feuersaftgel finden und da sind wir jetzt schon. Das nehmen wir dann mit. So, jetzt sollen wir die Minenarbeiter retten. Und zwar da rein. Dann machen wir das mal. So, jetzt sieht man also, dass dieses Scrolling Combat diese Scrolling Combat Texte da so wegflitschen. Man bekommt Hinweise wie Targets, Health Low, etc. Ich bin frei und stehe in eurer Schuld. Ja, das stimmt wohl. Man sieht's ja. Ist ein nützliches Tool. Ne, wir haben noch so ein paar Lokalisierungsprobleme, ne, das gibt so ein paar Geschichten, die noch nicht richtig sind. Jetzt 124% beim Ultimate. Glaube ich jetzt auch nicht so ganz. Ich kann es kaum glauben. Aber es ist ganz nützlich. So, haben wir hier noch so einen Knispel? Ja, da vorne. Ich bin frei. Na, und da ist doch direkt der nächste. Ich kann es kaum glauben. Ich bin frei. Na gut. Ich auch. Ich kann nämlich jetzt aus dieser Höhle raus. So, jetzt gehen wir zum Questgeber zurück. So, mal gucken, wo denn der sich jetzt versteckt hat. Na. Also ich muss mal irgendwas mir einfallen lassen. Dann und wann guckt man auf die Tastatur. Und wie gesagt, da ist ein riesen Mikro davor. Man sieht das immer nicht und dann passieren solche Sachen. Es ist so schön zu sehen, dass alle wieder frei sind. Ich meine fast alle. Fast jeder? Wer fehlt denn? Mein Vater, letzter im Wasser. Der Daedra hat ihn noch. Er versuchte, Schicksalsdieb aufzuhalten. Wie kann ich ihn befreien? Sein Stein ist irgendwo im Lager. Doch ich bin mir sicher, dass Schicksalsdieb ihn nicht freiwillig hergeben wird. Leb wohl. Gut, irgendwo im Lager. Okay, das haben wir jetzt irgendwie den Kristall zerbrechen. Nepos hat sich für die Unfreiwillig heraufbeschworen.
Mann, jetzt nimm noch endlich dein... So, jetzt aber. Herrschaftszeiten. Noch ein Dedra-Fetzen. So, dann zurück. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Habt ihr euch die Hirnschale aufgebrochen? Handel mit Dedra? Wart ihr derjenige, der die Dedra beschworen hat? Im Hintergrund, der Text war ja gut. Meine Schuppen werden brüchig vor Scham, aber ja, ich habe ihn beschworen. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie immer mehr zum Opfer der Räuber wurden. Ich konnte nicht zulassen, dass sie unsere Mine übernehmen. Also wandte ich mich an Schicksalsdieb. Wir wurden alle versenkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Inventar voll. Na dann. Würmer rauslegen. Ich weiß nicht, was meine Schuppen werden... So, jetzt kriegt man auch mal angezeigt, wie viel Experience wir bekommen haben. Und ja, da geht's eigentlich schon zum nächsten Quest. Da laufen wir jetzt hin. Gar nicht lange rumhampeln, aber eigentlich müsste ich mal diese ganzen gesammelten Sachen noch wieder wegbringen. Aber das machen wir dann in der Aufnahmepause. So, gucken wir mal, wie weit das ist. Es geht, das können wir eben laufen, da müssen wir nicht porten. Hallo. So. Ach, da ist noch ein Questgeber. Sind wir in die Irre geführt worden? Mögen die drei euch bewahren. Seid ihr gewillt, Ketzerei zu riskieren, um die Seele von Ebenherz zu retten? Ketzerei? Wovon sprecht ihr? Der Jünger unseres Tempels des Tribunals hat seinen Glauben verloren. Er sagt, die drei würden nicht mehr zu ihm sprechen. Er hat mich entsandt, um für ihn an den Schreinen vor der Stadt, die Almalexia, Vivek und Sutasil geweiht sind, zu beten. Aber der widerwärtige Gestank und zornige Alit haben mich vertrieben. Was für ein Gestank? Und warum sind die Bestien zu erzürnt? Ich weiß es nicht. Der Gestank hat die Bestien vielleicht verrückt gemacht. Vielleicht könntet ihr, wenn ihr wollt, würdet ihr diese Blumen an jedem der Schreine verbrennen? Falls die drei antworten, dann lasst es Jünger Sildras wissen. Vielleicht gibt ihm das seinen Glauben zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde dafür beten, dass eure Stimme an den Schreinen erhört wird. Beten für Gebete. Vielleicht weiß Vivek zu schätzen, wie stimmig das ist. Ihr sagtet Ketzerei. Habt ihr etwas getan, um die drei zu verärgern? Ich weiß nicht, warum Sildras glaubt, die drei hätten uns verlassen. Wir haben stets alle nötigen Riten vollzogen. Diese Blumen zum Beispiel. Es sind Rolands Tränen, die seltenste Art der Goldkanit und den dreien heilig. Sie sind eine mächtige Opfergabe. Lebt wohl. So, das habe ich mir jetzt auch noch vorgenommen, dass ich Queste gleich annehme, sobald ich sie sehe. Sonst habe ich nämlich offscreen das ganze Gerenne nochmal. Und das dauert alles viel zu lang. Wir wollen bei Nix. Nein. In letzter Zeit haben wir wilde Tiere im Ödland beobachtet. Sie stellen die Jäger unseres Stammes vor eine große Herausforderung. Es winken große Belohnungen für den Jäger, der sie zur Strecke bringt. Ich schaffe das, was auch immer diese Kreaturen sein mögen.
Der erste ist Varnak, ein wilder Nixhund. Der nächste ist noch schlimmer. Bleiger ist ein wilder Netchbulle, der wütend sein Revier verteidigt. Am schlimmsten ist aber ein Clanban namens Gorlisk. Erzählt mir von Varnak. Er ist noch der zahmste der drei. Und jetzt schaut euch nur an, was er mit meinem Bein angerichtet hat. Wir sind ihm auf der Straße südöstlich von Ebenherz begegnet. Wir vermuten, dass er einem Goblinstamm entkommen ist. Oder sie alle gefressen hat. Wo kann ich Bleiger finden? Er treibt entlang der Küste westlich von hier. Fragt mich nicht nach dem Ursprung seines Namens. Ich vermute, er rührt daher, wie Netches durch die Luft treiben. Was wisst ihr über Gorlisk? Es ist eine seltsame Geschichte. Er wurde von einem alten Anrufer beschworen. Dieser lebte in den Bergen östlich von Kragenmoor. Der Aufrufer ist bereits verstorben, doch er blieb. Niemand weiß warum und kein Jäger hat es je geschafft, sein Versteck ausfindig zu machen. Warum besucht ihr Ebenherz? Wir sind mit unseren Gua hierher gekommen, um Handel zu treiben. Die Aschlande geben unserem Stamm vieles. Nahrung und Obdach beispielsweise. Mit medizinischen Tränken und Stahl sind sie jedoch nicht so großzügig. Warum lebt ihr dann nicht in der Stadt? Selbst wenn wir die Hausleute dulden würden, dulden sie uns sicher nicht. Sie lassen uns doch nicht mal hinter ihre Mauern, um Handel zu treiben. Wir müssen hier draußen bleiben und unser Lager bei ihren Tieren aufschlagen. Warum lassen sie euch nicht hinein? Weil sie Ketzer sind. Oder wir. Was immer euch lieber ist. Wir halten am Glauben unserer Ahnen fest. Der Verehrung von Azura, Boetia und Mephala. Lebt wohl. Gut, dann halt du mal an deinen Ritualen fest. Das dauert mir jetzt auch zu lang für so ein Nebenquest. So. Haben wir hier einen Händler irgendwo? Gucken wir mal auf die Karte. Ja, haben wir. Da müssen wir jetzt mal hin. Hilft alles nicht, sonst können wir nämlich nicht weiter questen. Grüße. Na, man kriegt hier jetzt auch Entfernungen angezeigt. Sehe ich wie ein Informationscenter aus? Bis zu dem Charakter. Na, eben hat das gemacht, jetzt macht das nicht. Egal, wir gehen jetzt mal hier. Die Dinge waren einfach für mich, bevor die Telvanni beschlossen, mit all ihrem Wissen und ihren Waren zu verschwinden. Aber egal. Genau, Seelensteine. Kann ich euch behilflich sein? Jetzt müssen wir mal gucken. Den brauchen wir nicht. Leichte Rüstung brauchen wir nicht. Mittlere nicht. Leichte nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das sind zwei schwere Rüstungsteile, die lassen wir mal. Trödel haben wir keinen. Naja, 7 Slots haben wir. Ach, ich wollte ja noch was kaufen. Die Dinge waren einfach für mich, bevor die Telvanni beschlossen, mit all ihrem Wissen und ihren Waren zu verschwinden. Aber egal. Kann ich euch behilflich sein? Hab schon, danke. So. Steht die Flasche Weißgoldturm, okay. Scheint ein Schnäpschen oder irgendwas zu sein. Na, wir gehen mal gucken. Davon. Oh. Müsst ihr mich ja nicht gleich rausschmeißen. Was ist das für ein Geruch? Ist hier noch so eine stinkende Eidechse reingekommen? Darf ich euch ein Getränk anbieten, mein Herr? Oder möchtet ihr vielleicht eine Melodie auf der Laute hören? Es heißt, ich habe ziemlich geschickte Finger.
Was könnt ihr mir über eure Herren erzählen? Ich hasse sie nicht wirklich. Aber die Schönen der Nacht und Phaedrasar mögen sich eben nicht. Sie betrachtet uns nur als notwendiges Übel. Und sie nutzt nicht mal unsere Talente. Außerdem ist sie äußerst sprunghaft. Was meint ihr mit sprunghaft? Ich schätze, sie hat im Krieg zu viele Feuerball-Explosionen abbekommen. Sie hasst noch immer laute Geräusche. Nebenan gibt es einen Alchemisten, der dauernd Blitzpulver und Schwefel testet. Wenn sie nur das leiseste Pop hört, fährt sie schon fast aus der Haut. Lebt wohl. Soll ich für euch tanzen, mein Herr? Ich habe bei vielen Meistern dieser Kunst gelernt. Ich bin überzeugt, dass ich euch stundenlang damit unterhalten könnte. Was könnt ihr mir über eure Herren erzählen? Fürstin Phaedrasar? Ich mag sie eigentlich nicht, aber die Bezahlung hier in der Ebenholzflasche ist gut. Wenn dem nicht so wäre, wären Amiel und ich schon lange abgehauen. Warum mögt ihr sie nicht? Sie ist zu sprunghaft. Es heißt, der akavirische Krieg hätte sie reizbar gemacht. Die sonderbarsten Dinge erschrecken sie. Eidechsen zum Beispiel. Diese Eidechsen, die im Argonia-Viertel hausen, machen sie verrückt. Lebt wohl. Tja, der klampft da wirklich rum oben, Bücherregal. Gut, dann holen wir uns eine Eidechse. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich jetzt ein lautes Geräusch machen soll. Ach doch, Moment. Der Alchemie-Yogi. Bist du das? Grüße. Nö. Dann nehmen wir eine Eidechse. So, da haben wir eine. Ich weiß nicht, ob ich beides brauche. Woher soll ich es auch wissen? Wir probieren jetzt erstmal das mit der Eidechse aus. Ah, oder nehmen wir sicherheitshalber. Ne, wir probieren es erstmal. Zu mir, Truppen! Zurück, ihr Teufel! Entschuldigt. Einen Moment lang war ich völlig weggetreten. So, da muss man nämlich gar nicht beides holen. So, dann geben wir die Flasche gleich mal ab. Was ist das für eine ungewöhnliche Flasche, die da aus eurem Rucksack ragt? Ich habe ihn. Meisterliche Arbeit. Wahrhaft eine Beschaffung, die Lob verdient. Und eine Belohnung. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, mit euch Geschäfte zu machen, Freund. So, ein bisschen was fehlt noch. Dann haben wir Level 10. Was haben wir denn jetzt überzeugt? Die Dunkelelfen. Was haben wir noch an Questen? Schauen wir mal. Ich sehe mich nur um. Erledige meine Pflicht. Das ist der Vivek. Okay, das könnten wir miteinander verbinden. Denk daran,
Derjenige mit der schnellsten Klinge legt die Regeln. Macht schnell oder macht euch aus dem Staub. Ich hoffe, eure Ankunft wird ein Segen für Ebenherz sein. Die Bewohner gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Was muss ich über die Situation hier wissen? Abgesehen von, keiner hier will mit den anderen zusammenarbeiten. Jede Gruppe hat ihren eigenen Grund dafür. Welchen wollt ihr denn erfahren? Erzählt mir etwas über die Argonier. Ich wünschte, ich wüsste es. Sie weigern sich einfach, mit uns zu sprechen. Ich bin sogar zu Zashaya gegangen, der Anführerin ihres Viertels. Sie warf mir vor, die Ermordung eines Baums zu planen. Als ob ich mich um so etwas scheren würde. Lasst uns über die Nord sprechen. Was ist deren Problem? Die Nord im Dorf sind Holzhändler aus Rift. Wahrscheinlich ist euch der Mangel an Bäumen hier bereits aufgefallen. Als wir Helga Steinschlag baten, bei der Verteidigung der Stadt zu helfen, beschuldigte er uns, wir wären fein. In Himmelsrand scheint das eine Beleidigung zu sein. Noch dazu war er wohl betrunken. Warum helfen euch die anderen Häuser der Dunkelelfen nicht? Unser Volk liebt das Kämpfen. Es liegt uns im Blut. Wir ringen mit dem Land selbst um unser Überleben. Nur unsere natürliche Überlegenheit als Dunmer erlaubt es uns, in diesem Ödland zu gedeihen. Doch in letzter Zeit verliert unser Volk den Mut. Selbst Jünger Sildras im Tempel des Tribunals rechnet mit einer Niederlage. Lebt wohl. Okay, das heißt, wir haben mit dem netten jungen Mann gesprochen. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen die drei Völker hier... Hallo. Jo, selber hallo. Die drei Völker hier überzeugen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause und dann machen wir in der nächsten Folge genau hier weiter. Also macht's gut, bis dann und ciao.